Zombie Apocalypse. So Leute, ja, ich weiß, also das Jahr hat eigentlich schon begonnen. Aber heute möchte ich einfach mal etwas loswerden. Etwas ganz Besonderes, was ganz Bestimmtes, und das passt jetzt auch gerade mit den Feuerwerken. Also deshalb starte ich jetzt auch das Video mit so ein bisschen Knall und Peng Peng. Ich glaube, ihr wisst schon, um was es geht. Steht ja auch unter anderem im Titel. Heute möchte ich einfach mal das ansprechen, was natürlich schon relativ oft angesprochen wurde in anderen Videos, bei anderen YouTubern, bei anderen Influencern, etc. Ich möchte heute das Thema einfach nochmal ansprechen, weil ich ja vor ein paar Tagen einen Short hochgeladen habe mit dem Titel oder Thema Gewalt gegen Rettungskräfte. So, und heute möchte ich einfach mal meine eigene Meinung hier im Video raushauen. Also ich möchte einfach mal so ein bisschen darüber reden, weil das Thema, wie ich jetzt finde oder gesehen habe, dass es bei euch gut ankommt, ne? Denn ihr habt ja natürlich tatkräftig kommentiert mit eurer Meinung, und ich habe da so oft rausgelesen, dass wirklich viele von euch das wirklich unter allerster Schublade finden, was da in der Silvesternacht in Berlin passiert ist. Außerdem wohne ich auch in der Nähe von Berlin, ne? Das muss man dazu auch mal sagen. Also da eigentlich muss man sich dafür schämen, ne? dass man sowas in der Nähe hat, dass sowas passiert, dass es wirklich Menschen gibt, die wirklich Rettungskräfte behindern, die sogar auch attackieren. So kann man das ja wirklich sagen, ne? Und ich finde das einfach nur abscheulich. So. Im Hintergrund seht ihr mal so ein bisschen, ja, die Feuerwehr Unterkrebach. Ich hole mal ein bisschen die Fahrzeuge raus, stelle die einfach mal nach vorne. Ja, um das einfach alles mal so ein bisschen bildlich darzustellen, ne? Also, man kann das jetzt nicht eins zu eins darstellen, wie es wirklich passiert ist. Aber wenigstens ein bisschen hier Fahrzeug, ein bisschen Feuerwehr kann ja auf jeden Fall mit drin sein im Video, oder? So, ja, wo fange ich am besten an? Wo kann ich meine Meinung jetzt am besten raushauen? Wie gesagt, ganz klar, jetzt einfach mal im LS22 mit einem separaten Video zum Thema Gewalt gegen Rettungskräfte. Also, fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Als ich die Nachricht gelesen habe, als ich die Videos gesehen habe, ne, das ist ja auch das Schockierende daran. Man hat es ja über Social Media, also wie ich jetzt über Instagram, erfahren, was da passiert ist. Und ich dachte mir so, Alter, was? Also da gibt es ja wirklich Leute, die brauchen Hilfe, ne? Die wählen die 112 oder die 110, dass wirklich Hilfe kommt. Und dann bekommen sie die nicht, weil es halt irgendwelche Dussel da draußen gibt, die wirklich der Meinung sind, nö, kannst du vergessen, ich werde mir jetzt einen Spaß erlauben, werde jetzt die wunderbaren Leute in diesen wunderschönen Autos mit den wunderschönen Blaulicht einfach mal ärgern und werde da jetzt einfach mal ein bisschen Böller und Raketen draufhauen. Warum zum Teufel macht man das, Alter? Wieso? Wie kann man denn bitteschön so drauf sein, dass man wirklich sowas macht? Ich glaube, der oder diejenigen haben wirklich überhaupt nicht nachgedacht oder weitergedacht, was eigentlich passiert. Weil, jetzt pass auf, es sind wirklich viele Einsatzkräfte verletzt worden. Also, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Rettungskräfte sind dafür da, um zu helfen. Sie kommen an die Einsatzstelle und werden bedrängt, werden gewaltsam wirklich attackiert von Leuten, die einfach unterbelichtet sind und einfach gar nichts Besseres zu tun haben. Und ich habe das Video gesehen, ne? Weiß ich, ein Halef, ein Elef war es, was ich da gesehen hatte. Da meinte wirklich der Gruppenführer, wir ziehen zurück, das geht nicht. Man hat bloß gesehen, vorne die Frontschutzscheibe, die war kaputt, die war gerissen, das Auto war beschädigt. Sie mussten sich vom Einsatzort entfernen, weil sie da nicht rangekommen sind. Weil wirklich so viele Leute da standen, die einfach dachten, wir machen jetzt ein bisschen Spaß. Aber ehrlich gesagt, ne, Leute, also da hört der Spaß doch wirklich mal auf, oder? Muss es wirklich so weit kommen, dass wirklich Rettungskräfte attackiert werden? Muss ich euch nochmal die Frage stellen, vielleicht können wir das hier mal ein bisschen besser ausdiskutieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr das einfach mal machen würdet. Haut mal einfach eure Meinung rein, wenn ihr das Short nicht gesehen habt auf meinem YouTube-Kanal. Lasst mir eure
Meinung einfach mal dazu da, wie ihr dazu steht, was ihr davon haltet und was ich ändern soll. So, natürlich haben sich jetzt auch schon schlaue Leute erstmal zusammengesetzt, haben erstmal geschaut nach einer Lösung, sind natürlich erstmal auf die Schulen drauf gekommen, dass man zum Beispiel das anspricht damit. Also ich weiß ja nicht, ob das richtig war, ob das nur Jugendliche waren, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich habe da jetzt keine Infos, wer oder was das genau war, was das veranstaltet hat, ne? Diese Attacke, ne? Also das klingt so absurd, ne? Das klingt so wie, als wenn man im Kriegsgebiet ist und man wirklich gewaltsam bedrängt wird. So hört sich das an für mich, ehrlich gesagt. Ja, und ey, schlimm. Also wirklich, da fehlen einem die Worte. So. Ja, und die zweite Nachricht, die ich dann so gesehen und gehört habe, war ja eigentlich die, dass wirklich auch in der Silvesternacht, ich weiß nicht, ob es nur Berlin war, ich denke mal, das kam bestimmt öfters vor, dass wirklich Leute, hier zum Beispiel, nehmen wir mal das HLF, ne? Stellt euch mal vor, ich fahre damit jetzt zum Einsatzort, der ist zum Beispiel jetzt genau hier vor der Rettungswache. Wir haben einen kleinen Brand, ne? Müllcontainerbrand zum Beispiel, wir sind in den Fahrzeugen, steigen aus, die Besatzung geht aus den Fahrzeugen, macht wie ganz gewohnt hier alle Seiten auf, alle Gerätefächer, so ganz normaler Einsatz. Die rüsten sich aus, die Lage wird erkundet, etc. Ja, und dann, ne, das ist das Krasse. Also wenn die Polizei noch gar nicht wirklich vor Ort ist, ne, dann ist es ganz schön schwierig. Die kommen ja meistens dann vielleicht ein bisschen später. Das war vielleicht auch der Fall. Dann gibt es wirklich Leute, passt mal auf. Ne, nehmen wir mal hier den Udo, 41 Jahre, ich weiß nicht, kann ich ihn platzieren? Doch, das müsste gehen. Udo, 41 Jahre, guckt sich das Fahrzeug an, inmitten eines scharfen Einsatzes, muss man mal dazu sagen, geht zum Fahrzeug und nimmt sich zum Beispiel einen B-Schlauch raus. Ne? Er hat gar keine Ahnung, was das ist, er ist nicht in der Feuerwehr, er nimmt sich einfach die Sachen raus und Udo, 41, entfernt sich natürlich mit ein paar Gerätschaften in der Hand, aus dem Feuerwehrfahrzeug, entfernt sich von der Einsatzstelle, vom Unfallort, was auch immer, und geht einfach. Ja. Sie klauen Sachen aus Fahrzeugen. Also, das muss man sich doch mal überlegen. Wie krank ist denn das, Leute? Wo wohnen wir? Ist das überhaupt noch Deutschland? Jetzt mal ganz im Ernst, gab es sowas früher? Das wirklich Leute zu den Einsatzkräften gehen, sich an dem Fahrzeug bedienen, wie so ein Buffet, ne? Nehmen sich einfach alles raus, was sie brauchen, was sie haben wollen, was sie haben möchten und nehmen das einfach mit. Zweckentwendet nennt man das. Und das ist so eine Straftat, Mensch. Ich weiß ja nicht, wie es da jetzt im echten Leben, in Real Life passiert ist genau, ob da wirklich die Täter gefasst wurden. Ich weiß es nicht. Also, Fakt ist, es ist wirklich schlimm, was passiert ist und ich musste jetzt einfach dieses Video machen. Ich musste euch nochmal klipp und klar erzählen, was mir jetzt alles so am Herzen liegt, was ich loswerden möchte und wie ich zu diesem Thema stehe. Also, mir fallen noch tausend Wörter ein, was ich jetzt noch sagen könnte, aber ich will mich auch ein bisschen zurückhalten im Video. Nicht, dass wir hier einen Strike kriegen oder so, oder das Video rausgenommen wird, was auch immer. Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen, aber wie gesagt, also ich stehe zu diesem Thema wirklich. Ja, muss ich nochmal ordentlich Luft holen, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Also, ich finde es wirklich abscheulich. Wirklich, Abschaum ist das. Also wirklich. Also anders in Worte fassen kann man das ehrlich nicht. Mensch, Leute, also Rettungskräfte sind doch Helden auf eine Art, oder? Warum zum Teufel muss man das denn jetzt so dermaßen auch noch darstellen? Und warum muss man die bedrängen? Verletzen? Was auch immer, ne? Die wollen auch bloß ihre Arbeit machen. Mehr ist es doch gar nicht. Ob Freiwillige Feuerwehr, ob Berufsfeuerwehr, ist egal. Rettungsdienst, Polizei, das sind alles Leute, die helfen wollen. Und warum lässt man die Leute nicht ihre Arbeit machen? Das verstehe ich wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum Menschen sowas machen müssen, warum sie dazu entstanden sind. Keine Ahnung. Da fällt mir nichts mehr zu ein, Leute. Aber das Thema ist dann für mich erstmal abgeschlossen. Ich musste jetzt irgendwie was loswerden. Ich wollte euch das nochmal einfach klipp und klar erklären in einem separaten Video. Und ja, jetzt ist meine Anspannung erstmal so ein bisschen weg und wir können in die nächsten Videos starten. Nee,
Udo wird gleich festgenommen, 41 von der Polizei. Und ja, in den nächsten Videos können wir dann ganz gewohnt mit neuen Einsätzen weitermachen. So. Und wie gesagt, gerne einfach kommentieren, Leute, was ihr davon haltet. Ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Was auch natürlich vielleicht wichtig wäre, was kann man ändern, damit sich das verbessert, dass das nicht mehr so krass ausgeht oder krass endet. Was kann man machen? Das ist die Frage, ne? Und ich glaube, da muss man auf jeden Fall noch lange, lange überlegen, was man macht. Ich bin der Meinung, ja, Einsatzkräfte, egal, ob Feuerwehr, Rettungsdienst, was auch immer, oder THW zum Beispiel auch noch, ne? Gehört auch dazu, die brauchen, eine Waffe oder so, ne? Das wäre doch eine gute Idee. Einfach mal zum Abschrecken. Aber nee, das wäre natürlich auch nicht die beste Idee. Aber irgendwas muss man machen. Bodycams oder was auch immer, ne? Was die Rettungskräfte irgendwie unterstützt, dass sie auf der sicheren Seite stehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr eine Idee, was man machen kann. Gerne kommentieren, Leute. Und ja, mit diesem Video verabschiede ich mich. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und lasst euch das einfach mal so ein bisschen durch den Kopf gehen, was ich jetzt so ein bisschen hier erzählt habe. Und dann schreibt ihr mir gerne mal eure Meinung, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, unter dem Video in die Kommentare. Gut, Leute, macht's gut. Danke fürs Einschalten nochmal. Bleibt gesund und wir sehen uns wieder im nächsten Einsatz. Bis dann und tschüss.